Ich fange an. VfL Wolfsburg. TSG Hoffenheim. Bayern München. Bayer Leverkusen. Essen. Nein, Entschuldigung. Nein, Gladbach. Ah, die wollte ich nehmen. Jetzt muss ich überlegen. Sand. Död. Na, ein paar haben wir noch. Ja, komm. Komm schon, ich stehe richtig auf dem Schlauch. Oh, oh, oh. Wen haben wir denn noch alles? Bremen. Freiburg? Ja. Ja. Hör jetzt auf zu lachen. Freiburg? Hatte ich doch gerade. Gerade eben. Gut. Du darfst anfangen. Mhm. Tiguan. Golf. Polo. T-Rock. Ah, den wollte ich nehmen. Ja. Jetzt. Ja. Du bist doch der Autofreak von uns, also. Tuareg. Den wollte ich nehmen. Beetle. Geht noch mehr. Hm. Was hatten wir denn jetzt noch nicht? Wer ist der Kleine? Ja, ich würde es gern wissen. Hm. Ja. Links. Schon wieder verloren. Ja. Die Zeit läuft. Mir fällt es nicht ein. Okay, also wir würden jetzt einfach mal runterzählen, damit wir heute fertig werden. 3, 2. Ja, ich 1. weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Okay. Liegt auf der Zunge. Kapta sieht schlecht aus. Ab, oder? 0-2. Ja. Was der Ab? Der Ab wäre der Kleinwagen gewesen. Das meinte genau. Ich. Ich darf anfangen. Ey. Ja, ich bin dran. Pernille Harder. Conny Polas. Shit. Ja, mir fallen noch welche ein, aber ich weiß nicht, ob die das wirklich waren. Oh, jetzt muss ich raten. Ich Tick, sag. Tack. Ja. Tick. Martina Müller. Tack. Das ist ein Irrglaube. Ehrlich. Die hat viele Tore für den VfL gemacht, aber war nie Torschützenkönigin. Conny Polas war das Phantom. Anfangen. Portugal. Deutschland. Schweiz. Spanien. Österreich. Frankreich. Litauen. Europas. Da gehört Schweden uns auch noch mit dazu. Ja. Dänemark. Norwegen. Ungarn. Polen. Was hatte ich gesagt? Ungarn hatte ich schon gesagt, ne? Mhm. Irland. Island. Das kann ich dazu. Bitte lachen. ja. Tschechien. Ist ja Europa. Dann ist England auch dazu bei. Slowakei. Finnland? Ja. Also Italien wird definitiv noch nicht genannt. Ja. Okay, shit. Kroatien? Oha. Da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Ja. Doch, in Frankreich. Hat ich schon genannt. Da. Na, ehrlich? Frankreich wurde schon genannt. Damit haben wir einen eindeutigen Sieger, eine eindeutige Siegerin. Joelle Wedemeyer gewinnt bei... Yes! Ehrlich? Mhm. Tja. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.